Heute zeige ich euch 8 verschiedene Ventilarten serienmäßig vom Steyr Puch für einen Zweizylinder Boxermotor. Angefangen hat es 1957, die haben nur einen Keil. Ich glaube, die haben es bis 58, 59 verbaut. Später sind dann mit die 3 Keile gekommen, selbstdrehendes Ventil. Das ist jetzt der ein Einlassventil mit 35 Teller Serie. Und dann hat es gegeben 38, die waren aber nur beim 650 TR verbaut. Die Natriumgefüllten sind sehr, sehr selten. TR-Ventile vom Buchwerk. Normalerweise waren beim Einlass immer nur die normalen drinnen, beim TR. 38 mm mit 3 Keile. Und dann hat es auch das gleiche beim Auspuff gegeben. Die haben nur 32 Serienventil, also 500er, 650er, 700er, Heuwender, Standmotore. Und dann sind auch schon mit die drei, das war immer gemeinsam, ein Motor. Die erste Serie 57, sage ich jetzt bis 59, hat einen Keil gehabt und dann sind es mit 3 Keile. Ja? Und die haben jetzt da einen, warte mal, 32. 30, 35, das heißt, die sind 32 Einlassventil und haben auch einen Schaft von 8,36 mm. 9, Entschuldigung, 9,36 mm. Die haben alle einen Schaft von 8 mm. Die Einlass, Auslass 9,36. Ja? Und das hat es natürlich dann auch gegeben mit TR. Natrium gefüllt, 34. Und da ist auch 34 Durchmesser, Auslass. Das ist nur TR. Natrium gefüllt war aber serienmäßig beim TR. Dann würde ich euch empfehlen, wenn ihr mal einen Motor zusammenbaut, einen Serienmotor, nehmt die Serienfeder vorher und schaut, ob ihr auch noch die 40 mm habt. Weil wenn das einmal nur mehr 38 hat, ist es nicht vorteilhaft. Überhaupt, wenn man höhere Drehzahlen macht, das was stimmt die Spannung nicht. Ja? Dann gibt es die echten TR-Federn, die streifen ganz leicht ineinander, ganz leicht. Ja? Und hat zwei verschiedene Tellergrößen gegeben, oder Höhen. 6,5 und 5. Das hat es vom serienmäßig halt vom Buch gegeben. Und von diesen Keile mit dem einzelnen Keil möchte ich euch zeigen, da gibt es verschiedene Serien obere Teller. Der niedrige, da gehören die mit die 3 Keile drauf. Und der hohe mit nur wo ein Keil drauf ist. Weil oft verbauen sie es und dann merken sie, das Ventil steht so weit raus, ja, oder so weit rein, da ist was falsch. Dann kann ich euch noch sagen, man, da ist natürlich eh klar, beim Einlass, Auslass ist immer, weil die Führung beim Auslass größer ist und beim Einlass kleiner, gibt es halt bei den unteren Teller immer groß und klein. Und das ist zum Beispiel ein 2CV von der Citroën Dian, ein Ventil. Das war die billige Version zum Tunen, weil so ein Ventil kostet ein paar Euro. Muss man aber die Länge kürzen, dass es auf den Buch passt. Eine Nut nachstechen, das andere wegschneiden, weil es ja zu lang ist. Und von 30 Grad auf 45 Grad um, wenn man sowas in einen Puch einbauen möchte. Und natürlich den Sitzring vom Kopf muss man auch ändern. Würde ich aber dann nur das Einlassventil ändern und den Auspuff lassen, weil dann habe ich durch das Auspuff mehr Drehmoment. Das ist ja billige Tuning-Version. Oder die Originalen. Wir haben im Programm auch die TR-Ventile. Aber leider Gottes noch nicht Natrium gefüllt. Wir haben nur die normalen TR-Ventile. 34, 38. Dann gibt es noch etwas, das ist vom VW Golf, die doppelten Ventilfedern, vom alten aber, Golf GTI oder Diesel. Die haben so Blechteller. Und diese Blechteller, die passen nur auf den Einlass. Beim Auslass muss ich das aufbohren, dass es überhaupt die Führung passt. Das ist überhaupt falsch. Ja? In Wirklichkeit gehören so harte Unterlagsteller. Das ist TR Original, das ist Murks. Ja? Und die streifen auch nicht ineinander vom Golf. Ist aber eine Alternative, wie es keine Ventile gegeben hat, keine Ventilfedern.
hat man die als Alternative genommen. Das war's fürs Erste. Passt.